Nee, schön, dass ihr willkommen zurück zu Let's Play The Munchables. Ich bin Shenzhen 5 und heute bolzen wir uns hier offenbar mega mit der Kanone durch die Gegend. Ich hab keine Ahnung, also ich soll ja offenbar da unten lang. So viel weiß ich. Aber ich will da oben lang. Das sieht viel optionaler aus. Oh, und hier gibt's was zu essen. Na, gucke da. Ja, gucke da. So, das heißt, jetzt muss ich hier hin. Führt mich das dahin? Nö, einfach nur wieder zurück. Von wie werde ich immer jedes Mal in diese Kanone gestopft? Ich meine, ich bin nicht sonderlich klein. Zumindest nicht mehr. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Komm ich einfach zurück. Okay, versuchen wir jetzt mal die hier. Die bringt uns hier unten lang. Das heißt, wo schießt die hier hin? Cool, an Arsch der Heide, wo es eine Eichel gibt. Und Eichelmonster. Ah, shit! Ich muss echt aufhören, gegnerische Angriffe vorbeugen zu wollen. Super, jetzt sind die runtergefallen. Ich will euch trotzdem essen. So ist das ja nicht. Nur weil ihr runtergefallen seid, heißt es noch lange nicht, dass ich euch nicht essen will. Na, natürlich will ich euch essen. Okay, jetzt muss ich hier. Ja, das ist schon halber Weg, Kanone. So, und BOOM! Nur nicht aus Versehen in die Kanone gehen. So. Eichel! Mein alter Mann liebt Eicheln! Ich habe einen alten Mann, der mag Eicheln. Klingt überhaupt nicht falsch, wenn ich das so sage, aber... Gott, nee, wer kennt mich denn anders? Ich glaube, dieses Spiel ist sogar ohne Altersfreigabe. Ich müsste nachgucken, um das jetzt bestätigen zu können. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Keine Böcke drauf, so. Ghetto. Voll Styler. Scheiß! Okay, das zählt als Treffer. Und ich werde zurückgespawnt. Okay, man kann also runterfallen. Gut zu wissen! Irgendwann hätte ich es, glaube ich, sowieso ausprobiert. Aber ich will die Gurken auf Teppich. Ich will die Teppichgurken. Shit, Mann! Blöder Penner! Ich will die dummen Pennergurken. So. Blöde Gurken. Ja, ihr Gurken. Da habt ihr nichts mehr zu melden. Da rauf? Ach, da kann ich rauf. Und nu? Weiter komme ich nicht. Ach, da. Da sind auch noch Wolken. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Dieses Riesenwolkenfeld hier. Geil. Zitronen, Kiwis. Alles zum Töten. Geil. So, was gibt's hier noch? Eine Wolke mit Level? Wie? Wo führt das hin? Oh, ach so. Das führt zurück. Ach so. So möchtest du das. Okay. Das kriege ich noch hin. Soweit kann ich auch noch denken. Boing. Ach, da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Und der schaltet jetzt die Kanone vor. Ah, guck mal da. Und da gibt's Essen. Ja, super Essen. Ohne Scheiß, das Spiel macht auch irgendwo hungrig. Ich kann heute leider nur noch diese Folge aufnehmen und dann muss ich leider los, weil ich muss heute noch, ja, ich muss heute noch kochen. Ich möchte, wenn es nach mir geht, würde ich heute gar nichts essen, aber ich geht ja nicht nach mir. Scheiße! Es geht ja nicht nach mir. Ich muss morgen Spätschicht, also das heißt, ich muss vorkochen und Zeugs. Ach, Dinge. Wenn Dinge nicht wären, nicht wahr? So. So, jetzt erstmal ein Schlemmerparadies hier. Ja, den lasse ich mal ganz kurz dann noch. Ich lass mal erstmal hier euch. Ich lass erstmal euch, ne? Und der Kohlkopf, der ist als nächstes dran.
Oh, erstmal digitieren. Riesenstampfer. Dein Kohl kann mich mal. So. Da ist eine Eiche. Es fehlen immer noch. Oh shit! Da habe ich einfach reagiert gerade. Ich habe mich eigentlich gekratzt. Ich habe mich eigentlich am Kopf gekratzt. Ist hier hinter noch was? Nee, eine unsichtbare Mauer. Ja, die mag ich am liebsten. Gut. Knöpf. Adieu. Das Boot bewegt sich. Jetzt kommen wir rüber. Geil. Ist da noch irgendwo? Da ist auch noch eine Plattform. Jedoch. Oh, so soll man ursprünglich hier hoch. Okay. Okay, ist cool. Boah, nö. Ich will nochmal zurück. Das Neue. Wo war die denn? Habe ich die nicht... Ach, hier am Boden. Am Eichelboden. Ich bin... bin ich gerade? Ja, bin ich. Okay, gut. Hingenommen, akzeptiert, abgenommen, vernommen, abgehoben, Hashtag Absturz. Oh Gott, nicht die Kohlköpfe. Komm her. Komisch, das Ninja Star Upgrade habe ich jetzt nur einmal bekommen bislang. Schade. Warte mal, jetzt können wir rüber, aber was ist hier? Jetzt will ich, das will ich ja jetzt wissen. Optional ist optimal, nicht wahr? Außerdem erhöht das noch meinen Rang. Ganz einfach. Kommst du bitte nochmal wieder, Plattform? Mir fällt jetzt erst diese derbe Stachelkugel an meinem Hintern an. Boing. So, irgendwohin führt das ja, nicht? Für irgendwas muss es ja gut sein. Aha. Da war ich doch eben gerade. Hier ist nichts. Okay. Dann wollen wir jetzt wieder zur Plattform zurück. Oh ja. Ich meine, das Design von dieser kleinen Kugel ist auch irgendwo ziemlich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine Kugel so cool designen kann. Das ist voll kugelig. Ja, tötet mich bitte. Was ist hier unten? Oh, geil. Und hier... Ach, jetzt sind wir hier. Ach, guck mal. Den Ort kennen wir doch auch. No. Muss ich nur wieder zurück. Shit. Nur erstmal wieder zurück den ganzen Weg. Okay, so weit ist es jetzt auch nicht. Oh, ich muss aber die Dings nochmal machen. Shit. Nur weil ich da aus Versehen... Nein, nicht aus Versehen. Weil ich da runtergesprungen bin. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Ah, die Plattform ist schon da. Ist ja schon da. Blapp. Warum tue ich sowas auch immer? Hoppa, so. Exzellent. Zur tiefsten Insel? Tief ist ja jetzt, eine Frage der Ansicht. Was ist schon tief? Tiefgründig? Tiefsachlich? Tiefdingig. Hunger. Hunger kann tief sein. Hunger kann sehr, sehr tief sein, wenn ihr wüsstet. Sollt bloß nicht frühzeitig abhauen. Okay, dahin geht's. Jetzt bin ich ja wieder hier. Mir fehlt eine immer noch. Oh nö. Wieso fehlt mir noch eine Eichel? Ich könnte eicheln, könnte ich gerade. Oh, shit. Und wieso fehlt mir denn jetzt eine einzelne? Oh, ist doch nicht cool. Ich hätte gerne mal wieder mehr Boni. So schlicht... Okay, vielleicht kommt es ja noch. Ein bisschen Level kommt ja noch. Okay.
back to base. Vielleicht kommt ja noch ein ganz kleines bisschen Hoffnung schweifen lässt. Nee, ich bin satt. Okay. Gut, dann bin ich halt satt. Schon gut. Ich weiß, wie schrecklich das war. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe ständig Angst, dass Stampfer mir ein Tages fressen wird. Ich frage mich, ob sie wohl irgendwas Angst haben. Und jetzt bringen wir die nach Hause, kleines Vögelchen. Ich könnte dir wieder ein Stück Gesicht abbeißen. Was ist passiert? Ich kack dich dicht. Das ist ein A-Rang, ne? Gag. Nur ein A. Ich geb dir ein A. Hier, hab ein G. Okay, das ist eine dumme One-Piece-Referenz vom dummen G-OP. Ich hasse den G-OP. Hier ist das G. Blöder Penner, ey. Das sieht aus, als könnten wir wieder alles fressen. Mami? Mami? Mein Junge, ich habe solche Sorgen gemacht. Oh, ihr habt mein Baby zurückgebracht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Habt ihr vielleicht irgendeine Ahnung, was in aller Welt da draußen vor sich geht? Überall im Baum, nur ein verrücktes Gemüse rum. Ich kann nicht mal Abendessen vorbereiten. Du hast recht, da sitzt ein Piratenanführer in der Baumkrone. Stampfer, du musst den abendlichen Frieden im blauen Blauhimmel wiederherstellen. Gut, fangen wir bei Stufe 50 an. Machen wir dich mal overpowered. Friss den Piratenanführer. Kriege ich hin, Chef. Sekunde mal. Kann ich... Nee, ich kann nicht zurück. Das Level fängt hier an. Okay. Aber wir fressen direkt zu Anfang mal Kohl. Kohl, davon pinkelt man gut. Tut man nicht, ich weiß es. Zum Fick. Schickt ihr mir hier kleine Zwiebelis? Und schenkt mir eine Eichel? Okay, gut, schenkt mir eine Eichel. Ach, du Kacke, ein Schirmpilz. Oh, Eichel. Haia! Okay. Man soll ja groß und stark werden, nicht wahr? Ach, das ist eine Aubergine. Ich weiß nicht, ob ich das so machen soll, wie ich das jetzt machen soll. Ist die Frage, wo führt mich die. Wird mich die Kanone hingeführt? Was bist du denn? Das ist die abgefuckteste App. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abgefuckte Bananen. Okay, Moment. Ich guck erstmal nach, was hier in der Kanone ist. Ah! Sehr schön! Das ist hilfreich. Oh, aber hier ist noch ein Weg. Jetzt bin ich... B66? Ja, okay, die Bananen sind jetzt gefickt. Eine Eichel. Es gibt ja auch hier wieder 20 Stück, also von daher wird das nicht so leicht. Hi! Shit! Oh, Mann! Und deswegen sollte Springen auf einer Taste sein, Kinder. Wie gesagt, ich bin absolut kein Freund von diesen Motion-Control-Dingern. Hä, du Aubergine. Käbig. Und du... Nerv nicht! Emily Erdbeer, du Ficker. Oh, shit. Ich sollte erstmal was anderes fressen. Geile Kombo. Super Stampfer. Sehr gut. Hier war auch... Oh, die ganzen... Boah, die ganzen Teppichgurken. In welchem Spiel kann man sonst schon sagen, oh, geil, die Teppichgurken? Nennt mir ein Spiel, in dem ihr das könnt. Nur mal so. Punkt gesetzt. Okay. Kommt jetzt auch mal... Ich frage mich, ob mal jetzt mal langsam wieder so ein Ninja-Upgrade kommt. Ich fand das cool. Ich würde das gerne nochmal benutzen. Ding! Kann ich hier runter? Nee.
Oh, ich kann die Auberginen jetzt schon so fressen. Die Auberginen haben jetzt die Zeit ihres Lebens. Ach, ich kann die jetzt schon so mampfen. Okay, gut. Ihr seid nur noch ein Snack. Boom. Bang. Ey, die Kanonen finde ich toll. Ich weiß nicht warum. Das macht irgendwie Spaß, sich durch die Gegend so zu bolzen. Ach, da spawnt die Eichel. Sneaky Eichel. Das war eine Sneaky Eichel. Warum ist die Eichel so sneaky? Kann ich da einfach durch? Ich kann hier einfach durch. Shit! Die hat noch getroffen! Der Explosionsradius hat mich verletzt. Das ist das Problem an der... Oh geil, der Stampfer. Ja, Bebenmodus. Kommt mal alle runter auf den Boden der Tatsachen. Erstmal Kohl fressen. Da kannst du gut von pissen und so. Was seid ihr denn? Ei-Arschgesichter? Riesenstampfer. Okay, ein Treffer und ich kann euch mampfen. Norms. Okay. So, was? Da war eine Eichel? Die habe ich nicht mal gesehen. Ist das eine Fallnuss, Erdnuss? Eine Fallschirmerdnuss? Okay. Oh boy. Das ist eine Fallschirmnuss. Erdbeeren, die Kirschfallschirme haben, ne? Das ist eine Fallschirmerdnuss. Warum tut sie das? Wovon würde eine Erdnuss runterspringen? Außer von meinem Tisch. Ich liebe Erdnüsse. Und Cashew... Hi, großer. Platz. Oh mein Gott, dein Leben ist so hinüber. Boing. Das ist eine große Windmühle. Versuch dir einen Flügel in der Windmühle festzuhalten. Das klingt nach Spaß. Okay. Oh. Ja. Geile Kombo. Eichel. Ich kann mich da tatsächlich dran festhalten. Um genau zu sein, ich kann mich daran festbeißen. Ich beiß mich gerade an der Windmühle fest. Und quietsch dabei. Das kann ich nicht essen. Wieso kann ich das nicht essen? Oh Gott, ich kann jetzt euch schon fressen. Boing. Chomp. Okay, der ist noch ein Level über mir, der Penner. Nicht mehr. Ultimativ Stampfer. Ich sehe mit dem Fischkostüm richtig cool aus, muss ich ja mal sagen, ne? Und. Ah! Du tust das nicht. Was auch immer du vorhattest. Das sah wieder merkwürdig aus. Eichel. Ich mag Eicheln. Das klingt sowieso. Sagt das Wort Eicheln und ihr werdet realisieren, es klingt merkwürdig, wenn man das Wort Eicheln benutzt. Es klingt noch merkwürdiger, wenn ein alter Mann das Wort Eicheln benutzt. Upsala, Entschuldigung. Okay. Wow. Ich quietsch jedes Mal so komisch. Kann ich irgendwie... Nee, ich kann nicht. Schade. Er springt da so... Ey! Bullshit! Ich hab nichts getan! Ey! Ich hab nicht nach vorne gelenkt! Das ist Bullshit! Was ist los hier? Hör auf, nach vorne zu lenken! Du Gümmel! Meine Wiimote hat voll abgefuckt! Die hat abgeschmatzt!
Was ein Bullshit! Hier drüben scheint der Piratenanführer zu sein. Kann sich schnell bewegen. Es ist ein Vogel. Ein Vogel. Ich esse erstmal deine gesamten Kinder und Kohl. Außerdem weiß ich, dass da noch eine jetzt wollte ich fast sagen, eine Ampel. Dass da noch eine Ampel war. Obwohl ich weiß, dass du ein Schnitzel willst. Oh nö, nicht schon wieder. So, komm, gib mir das. Gib mir die Eiche. Mir fehlen trotzdem 4 Stück. Wow. Ein Tackle. Oh Gott. Ich bin satt. Gut. Soll mir recht sein. Und dann haben wir wenigstens noch Zeit für den Boss. Weil die Bosse dauern nie ursprünglich lange. Oh Mann, du hast den Piratenanführer besiegt. Der blaue Blauhimmel kann in Ruhe Abend essen. Du bist ein Heldstampfer. Brrrr. Was geht? Wer macht den Lärm, Digga? Da oben haben wir ein großer Schatten. Vielleicht ist das der Piratenboss, die Legendenkugel gestohlen hat. Was? Mein Piratenanführer? Der wurde genutzt? Das muss ich sofort Don Zwiebel berichten. Alter. Don Zwiebel? Ey, komm sofort zurück. Mist. So hoch können wir einfach nicht springen. Ich kann euch da hochbringen, wenn ihr wollt. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nachdem ihr mein Baby gerettet habt. Wirklich? Danke. Dann mach los. Wir werden nicht auf deinem Rücken sitzen. Du hast einen Schnabel mit dir. Du hast Plastikwolken, Pappwolken, das wird schon funktionieren. Was ist passiert? Ich kack dich nicht, das passiert hier. So, übliche Story. Ich krieg ein A, okay, soll mir recht sein. Ich hab wahrscheinlich voll die Secrets übersehen. Wahrscheinlich hätte man mit dem Boot noch weiterfahren können. Ja, 4 fehlen. Eicheln, ich finde Eicheln geil. Ich habe in dieser Welt noch kein einziges Secret gefunden. Ich bin richtig ranzig, ey. Da wären wir. Wir haben ihn eingeholt. Hey du, stehen bleiben! The fuck? Helmiloni! Wieso seid ihr alle so verniedlich? Was ist los? Oh, der ist riesig! Und furchterflößend. Die Legendenkugel hat ihn bestimmt verändert. Nee. Ich dachte, der wäre so gewachsen. Das ist die Legendenkugel aus einem Propeller. Kannst du die zurückholen? Was hast du gesagt, Digga? Komm mir nicht in die Quere, Digga. Ich mach dich kalt. Ah, wir müssen wissen. Stampfer, weiche seinen Angriff aus und zieh auf die Kugel an seinen Propeller. Du meinst seinen Kackpropeller? Fahren wir bei Stufe 100 an. Friss weiter und Vorspeise ist tot. Piratenboss platt machen. Wo sind hier die Eicheln? Ach du Scheiße. Sind das da... Oh, die... Der pustet! Tauchen die hier einfach aus dem Boden aus auf? Scheint mir vor... Oh Gott. Ist das... Ich habe das Gefühl, es sind Löcher im Boden. So, wir haben schon mal... Shit. Ah, fuck. Dumme Idee. Nicht pusten. So, mir fehlen noch ein paar Eicheln. Nope. Okay, währenddessen... Shit! Ja, dieses Propeller so ein Reifen mit B hat. Okay. Erstmal deine Teile, ne? Oh shit! So, wo tauchen jetzt die letzten Eicheln auf? Oh, da! Meine! Aha! Die beiden Boss sind immer super einfach. Shit!
Okay, er ist immer noch ein Level unter mir. Aber jetzt bin ich digitiert. Jetzt kannst du mich machen. Ich fress dich einfach. Wann sind auf einmal die Bosse so halb lame geworden? Erst Robo Fischli und jetzt Melonikopti. Verniedlichung, der aus dem Ghetto kommt, bis Meloni in mein Ghetto kracht und so. Du hast es geschafft, du hast den Piratenboss besiegt und du hast die Legendenkugel zurückgeholt. Zum Glück wurde niemand gefressen. Nachdem du Absicht genossen haben, sollten wir vielleicht weiter. Ja, vielleicht. So ein bisschen. Puh, endlich angekommen. Unglaublich, dass eine Insel im Himmel schweben kann. Hier hochzukommen ist so anstrengend. Nur eine Mühe war mir niemals eine Begrüßung. Heli Meloni. So ein Name. So doof. So bäh. Was denkst du? So Heli Melonis Propeller. Ich wäre aber Chubbyboard wie er, würde niemals seinen Propeller ablegen und zu spielen zu gehen. Oder besiegt? Nee, gefressen. Würde ich rechnen, Heli Moni. Die Täter müssen auch in der Nähe sein, ich finde und zerquetsche sie. Tu das. Lass mich erstmal meinen Zwiebelgott zukacken, okay? Oh. Ja, man muss die Bosse hier für besseres Ranking offenbar öfter treffen, einfach. Hier. Mal vor die Haustür geschissen. Ja, das war ein großartiges Geschenk für deine Abzeugs. Ein Vogelnest. Oh, du hast Eichel. Ich finde Eicheln geil. Eicheln. Ich finde Eicheln geil. Hier, hab eine Eichel. Oh, eine Swag-Brille. Hab mir schon immer gewünscht. Wieso krieg ich andauernd Swag-Brillen? Was soll ich damit? So, warte nu, was sind die noch? Oh. Geisterhaus und Nachtischfabrik. Ich sag ja. Mario hat hier ganz krassen Einfluss. Stehen bleiben. Es geht hier vor sich. Was ist so dunkel? Hab ich euch endlich. Ihr seid die Witzfiguren, die meine Piratenboss besiegt haben, nicht wahr? Na, ein riesiger Kürbis. Ihr habt meine genialen Pläne gekreuzt. Jetzt würde ich die zerquetschen spüren lassen. Die Konsequenzen spüren lassen. The fuck? Das ist hinter all dem gesteckte Don Zwiebel. Hey, Don Zwiebel ist ja mal ein Gorilla. Was zum Fick? Er hat sogar diese typischen Bösewicht-Stereotype-Anheiten. So ein Monokel, ein Schnauzbart und ein Dermanzug und natürlich das Helmchen. Oh mein Gott. Was hast du hier verloren? Du bist den großen Ältesten. Ich verstehe, du bist derjenige, der meinen Plan durchkreuzt hat. Ich werde euch gleich hier und jetzt erledigen. Macht euer was gefasst. Vorsicht, was ist eine gefressige Kreatur? Ich hätte wissen sollen, dass du nicht alleine bist. Rückzug! Unser nächstes Zusammentreffen wird dir leid tun. Merkt dir meine Worte. Er darf nicht entkommen, Stampfer. Ich mag dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.